Ja, es ist sehr gut, dass wir Abel mir nicht mitgebracht haben. Boltax, wir gehen jetzt. Eine Freude, Sie alle kennengelernt zu haben. Ja. Vielleicht trifft man sich ja mal mit der Waffe in der Hand. Ja. Sicher. Dafür wurden wir dargestellt. Und wenn ihr noch eine echte Unterschrift wollt. Ah, das hätte was gekostet. Hätte die Karten natürlich wertvoller gemacht. Mit den Worten gehe ich Gwang dann. zwinkert dir noch zu und dann könnt ihr übersetzen. Derweil haben die anderen den Bauernhof gefunden und können dort dann bei der Familie Weidenbaum vorstellig werden. Ihr könnt die Scheune kurz betreten, die Stalltür ist offen und dort schaufelt wohl gerade jemand Schafsmist auf einen großen Haufen. Ihr seht vor allem Vater Helmbrecht, weil er nur ein Bein besitzt und eine Prothese, die dann dort aus seinem Stumpf herausragt. Seid ihr Vater Helmbrecht? Das bin ich wohl. Hallo. Seid gegrüßt. Die Wirtin schickt uns. Sie meinte, wir könnten eventuell hier unterkommen über Nacht. Meine Frau? Ah. Genau. Ja, das wird wohl gehen. Viel kann ich euch nicht bieten. Ist das Gasthaus wieder voll? Ja, klar. Ich habe oben Verschlag, da ist noch frisches Heu. Da könnt ihr euch hinlegen, wenn ihr wollt. Mehr habe ich leider nicht. Das ist völlig ausreichend. Vielen Dank. Zündet mir bitte das auch nicht an, dabei schaut er in Richtung von Abemir. Nun, ich will es verhindern können, hoffentlich. Naja, das muss sonst bezahlt werden, tut mir leid. Altes Fachwerk. Natürlich. Schau mir die Scheune mal an. Ja, also der Bauernhof ist bewirtschaftet und da kann man sicherlich noch gut Geld verdienen. Auch wenn man hier so abseits in der Baronie Maus. Ist ein langer Weg nach Mendena, aber wenn man ihn dann geht, kann man da sicherlich ein bisschen was verdienen. Flüssen mal zu dieser rum. Sollten wir die Paolinnen nennen? Ja, Damit du kann wohl Bescheid nicht weißt? schaden. Mögt ihr euch vielleicht noch ein wenig mit uns unterhalten? Wir sammeln Spenden für die Schlaflosen. Oh. Er nickt. Habt ihr schon einen Schlaflosen gesehen? Wer schläft, sündigt nicht. Ja, zieht mal die Scheunentür zu. Jo, wird Ich schließe die gemacht. Scheunentür. Ja. So steht ihr alleine in der großen Scheune, wo es nach Schafsmist riecht. Iserun fühlt sich gleich zu Hause. Jarlan vielleicht auch, aber der ist nicht hier. Und so könnt ihr euch den Veteranen aus dem Ogerfeldzug weiter besehen, der sich jetzt gerade auf einen alten Stuhl sinken lässt, die Heugabel dann aus der Hand legt und euch anguckt. Was wollt ihr wissen? Viel weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr uns einen Überblick über die Lage hier geben. Insbesondere interessieren wir uns für einen Gefangenen, der gestern oder vorgestern wohl angekommen sein muss. Wir Davon haben hat meine gesehen, wie Frau sie schon ihn ins erzählt. Gasthaus gebracht haben. Naja, davon hat meine Frau schon erzählt. Oh, sie bringt ihm Essen runter, wird wohl relativ gut verköstigt. Gerade der Baron von Wickrath ist wohl daran interessiert, dass es ihm gut geht. Oh, seit ein paar Stunden gibt es auch dann den goldenen Drachen noch hier. Ich bin ganz froh, dass er meine Scheune noch nie angezündet hat, aber das ein oder andere Vieh musste ich schon abgeben an ihn. Natürlich zu Wuchabreisen. Wird er besonders bewacht? Der goldene Drache? Nein. Nein, der Gefangene. Ach, der Gefangene? Nein. Also schon. Er ist wohl ziemlich wertvoll. Man kann runter in den Keller, aber man kommt einfach nicht raus aus der Palisade. Ich meine, habt ihr euch das Dorf mal angeguckt? Mit der Zollburg und mit den Zelten drumherum und die Legionäre machen mir Angst. Kennt ihr die Geschichte der Legionäre? Klärt uns auf. Naja, ich weiß, dass da Dämonen drin sind. Und wenn man die umbringt, dann stehen die einfach wieder auf und bringen dich dann um. Ich habe mal gesehen, also man kann hier auch. Es gab hier vor 2 Tagen gab es einen Soldaten, der wurde beschuldigt, dass er für Hafer spioniert. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber er durfte in einem Zweikampf mit einem der Legionäre ausfechten und wenn er gewinnt, dann ist er ein freier Mann. Naja, die haben einen Bandkreis um ihn herumgezogen, also um beide Kombattanten und dann hat der Soldat erstmal angefangen, mit dem Kriegshammer auf ihn einzudreschen und. Der Junge ist dann auch tot, ne? Also der lag dann mit einem kaputten Körper da und naja, plötzlich gab es da so einen kräftigen Tritt und lief dann Säure aus der Haut raus und die hat sich so ein bisschen gewellt und dann ist er rumgekrabbelt wie so ein Krebs und dann
sind da Stacheln rausgekommen und dann hat er ihn einfach mit 30 zerfetzt. Also den Soldaten, nicht den Jungen. Das haben wir wieder auferstanden. Das klingt klasslich. Ging das schnell vonstatten? Oder hat es eine Weile gedauert, bis dieser Junge sich wieder erhob? Nee, also der ganze Kampf hat wohl nicht mal eine Minute, halbe Minute vielleicht gedauert. Herrje. Ich möchte uns also sagen, dass es nicht schwierig ist, den Gefangenen aus dem Keller zu bekommen, aber sehr schwierig, ihn hier herauszubekommen. Ja, eigentlich von aus. Und der goldene Drache interessiert sich für ihn auch? Also weiß ich nicht, aber also meine Frau sagt, dass er jetzt mal rausgeholt worden ist, also öfter mal. Da sind sie hinter die Taverne gegangen. Was da passiert ist, keine Ahnung. Aber es gibt halt so ein paar Bilder, die einen ab und zu mal fluten. Und da taucht er auch immer wieder auf. Hat keine Hand, so bärtig, so Dreitagebart. Lange Haare, bis dahin so ein bisschen verfilzt und schmierig, so als hätte er ein paar Tage oder ein paar Wochen nicht mehr Wasser gesehen. Weiß jemand, wer dieser Baron von Vikram ist? Vikrat? Vikrat? Ja, Vikrat. Das ist der Prälatoberste Schwerter von Borberat. Mehr weiß ich nicht. Das ist sein Titel. Aber man weiß nicht, was ihn an dem Gefangenen interessiert, oder? Nee, das weiß ich nicht. Hat hier wohl die Hosen an. Also, Xeran ist natürlich hier und das ist der Chef von allem, aber der Baron gibt wohl die ganzen Befehle. Verstehe, er kümmert sich um das Militärische. Ja, genau. Also es gibt auch noch den Garnisonskommandanten, aber der kann nicht kämpfen. Der kommt wohl irgendwie vom Rechtsseminar zu Punin, hat er glaube ich, irgendwie gesagt in der Taverne. Aber ansonsten kann er nicht kämpfen. Der trägt sogar seinen Dolch an der falschen Seite. Na, zumindest einer, um den wir uns nicht so viele Gedanken machen müssen. Also sagt einmal, dieser Keller, hat der nur einen Zugang oder mehrere? Naja, man kommt eben durch die Wirtsstube rein und wenn ihr zum Widerstand gehört, dann lässt euch meine Frau sicherlich runter. Puh, aber eher nicht. Also, ich will nicht, dass meine Frau in Gefahr ist. Naja, das gibt noch ein Fenster. Das möchte ich auch nicht. Aber das ist ziemlich klein, da kommt man nicht durch. Geht ja darum, dass man Einbrüche verhindert, ne? Wir haben mit Gitter vorgezogen. Sind die Wände im Keller aus Naturstein? Was sind das für Fragen? Verzeiht mir diese Frage, aber... Was ist denn Naturstein? Alles Stein wird von der Natur gegeben, von Firun. Ich glaube, die Frage bezog sich eher darauf, ob es gebrannte Ziegeln oder so etwas ist. Völliger Unsinn, wer macht denn sowas? Guter Mann. Menschen in den Thulamiden landen? Er spuckt da mal aus, Thulamiden. Die hätten uns mal im Ogerfeldzug helfen müssen. Hab keinen einzigen von denen gesehen. Nur Foslarin war da. Der ist immer zur Stelle, wenn es drauf ankommt. Ja. Nein, natürlich. Eure Frau wollen wir nicht in Gefahr bringen. Das wäre nicht zuträglich. Ich meine, ich habe schon mal einen Ball für den Widerstand, beziehungsweise nicht den Widerstand, aber für den Oger und den Kaiser gegeben. Ja, das reicht auch. Diese Palisade, von wem wird die alles bewacht? Nur von den Leuten aus der Garnison oder auch Legionäre und diese schwarzen Amazonen? Nee, die schwarzen Amazonen machen gar nichts. Die sitzen in der Zollburg und warten, dass sie entfesselt werden. Der Anführer von dem Regiment hier, von den Soldaten und den Söldnern, das ist der Halbe Hagen. Das ist so ein bisschen der Hurenweibel, sagt man. Der ist im Offizierstab und der sorgt dafür, dass die Mauern bemannt sind mit Soldaten, also normale Soldaten, nichts von diesen Kindern. Also der Baron von Wickrath kümmert sich um das Militärische und der Hurenweibel, das ist der Halbe Hagen, der kümmert sich darum, dass das hier alles läuft und dass das Lager am Leben gehalten wird. Versteht ihr? Er kümmert sich mehr um die Markethänderinnen. Auch, ja, deswegen wird der Hurenweibel genannt. Aber sein richtiger Spitzname ist ja der Halben Hagen. Das liegt nicht daran, dass er selber halb ist, sondern dass er einen anderen in zwei Hälften gehauen hat. Oh, also ein kräftiger Mann. Er ist ein harter Hund. Nun, was ist unser Plan? Wenn wir Jan befreien, müssen wir schnell verschwinden. Wollt ihr ein bisschen Schafsmilch haben? Habt ihr auch Wein? Wo soll er denn Wein herhaben? Ich kann euch Ziegenmilch anbieten.
Nein, danke. Aber die ist gegoren. Schafmilch ist sehr, sehr gesund. Die ist gegoren. Machen wir ja selber. Welche. Ja, würfel mal eine Zechenprobe. Für Isarun erleichtert um 3, für alle anderen ein Schwert um 3. Ich trinke aber nichts. Ja. Ach, ich glaube. Oh, warte mal, erleichtert. Ich habe jetzt eine Erschwernis eingetragen. Ja, es ist keine Stutenmilch, Zulamin. Das tut mir leid. Das ist Ziegenmilch. Dann hast du es zumindest die Zechenprobe geschafft. Genau. Möchte Zulamin was trinken? Unter diesen Voraussetzungen eher nicht. Feigling. Ja, es schmeckt scharf nach Alkohol und nach Ziege. Heimatlich Tobrien, ja. Wenn man jetzt noch ein bisschen Sauerkraut und Rüben dazu hätte, dann würde es dir gut gehen. Ich schaue so ein bisschen angewidert auf dieses Getränk. Das haben wir immer im Winter getrunken. Schön angewärmt und dann vom Feuer. Oh, das riecht. Oh, was ist das? Oh, Ziege? Oh. Ja, ja, aromatisch, Bergkräuter und sowas. Mhm. Die Ziege oder das Getränk? Ach, alles. Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen. Irgendwas wolltest du noch sagen? Ja, wir sollten uns einen Plan überlegen, wenn wir Jan den Gefangenen befreien, dann müssen wir schnell verschwinden. Was tut Xeran so den ganzen Tag? Der ist doch auch hier. Ich habe keine Ahnung. Der steht in seinem Zelt, in seinem Heerlager und diskutiert irgendwas mit seinen Offizieren. Die haben Humeria, das ist so ein richtig ekelhaftes Monstervieh. Einen? Naja, nicht nur einen, aber das ist der Offizier. Die haben wohl irgendwelche Dinge im Fluss. Und wenn Havax übersetzt, dann machen sie irgendwas im Fluss. Die haben da was vorbereitet. Sollen sie alle draufgehen, ist mir egal. Aber in den Fluss gehe ich nicht. Gibt es noch weitere Widerständler in der Umgebung? Boah, hier wenig. Die meisten versammeln sich um Medina rum. Da gibt es einen Anführer. Er ist ein Totengräber, aber den Namen sag ich euch nicht. Ich kenne ihn. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Nichtsdestotrotz, falls hier etwas passiert, solltet ihr euch nun ja hier vielleicht in Sicherheit bringen, in eurem Bauernhof. Ja, was Packt soll ich denn machen? Das Nötigste ein. Soll ich einen Riegel vorlegen? Glaubt ihr, das hilft? Er deutet mal auf die große Scheunentür. Könnt ihr euch in die Wälder zurückziehen oder einen sicheren Ort, den ihr kennt? In den Sumpf? Zur Not auch dort. Ich bin Tobria. Dann müssten euch Sümpfe ja bekannt vorkommen. Also wir haben auch viele Berge. Sicher. Nun, wir sollten einen Plan schmieden. Ja, mir ist gerade eingefallen, dass oben nur Platz ist für 2 Leute. Du musst hier im Mist schlafen. Ich verstehe. Nun, wie ist unser weiteres Vorgehen jetzt? Vater Hemrecht, erzählt uns doch einmal etwas zum normalen Ablauf, Tagesablauf in der Wirtschaft. Wann ist dort am meisten los? Wann am wenigsten? Gibt es irgendwelche regulären Besucher? Aktuell wenig. Also der Besucher, der am meisten Einfluss macht, ist wohl der Goldene Drache. Und vor ein paar Tagen kam eine riesige Lieferung mit Gold an. Aber das war nichts Regelmäßiges. Das war wohl einmalig. Naja, und ansonsten, die Leute stehen morgens um 5 auf, da wird gegessen, gekocht. Das machen die dann alles über das Feldlager. Die haben ja Rationen und Vorräte da. Und die Marketender geben das dann weiter. Naja, und dann, wenn kein Alarm ist oder Gräben gebuddelt werden müssen, mal vor ein paar Tagen sind dann auch die Gräben eingestürzt, da ist ganz viel Wasser reingeflutet. Aber ansonsten können sich die Leute mit den Huren vergnügen. Zumindest diejenigen, die noch leben. Also die Schwerter Borberats, ne? Die haben halt menschliche Bedürfnisse. Tobrien ist so verkommen. Früher war das anders. Ja, es sind wirklich schlimme Zeiten. Wir hoffen, dass sie sich bald ändern werden. Jetzt bräuchte man mal hier so ein paar Fosslarins. Ja, ja. Ich hab dir mal die Hand geschüttelt. Tatsache. Ja, ja. Nachdem wir den Ogerfeldzug abgewehrt haben. Als ich mein Bein eingebüßt habe, kam er ins Lazarett, hat gefragt, wie es hier so ist und hat mir dann die Hand geschüttelt. Gute Arbeit und so, hat er gesagt. Siehst du, Kurtan,
Ist ein guter Zwerg. Ja. Na gut. Shiri, ihr sagtet vorhin, ihr hättet eine Idee, wie wir den goldenen Drachen dran bekommen könnten. Ich hatte einen Ansatzpunkt. Ich denke, am meisten in unserem Interesse wäre es, wenn Lassan Khan zornig auf Xeran würde. Aber wie genau wir das bewerkstelligen sollten, Ich glaube nicht, dass es der beste Weg ist, noch einmal mit ihm zu reden. Ich bezweifle, dass er ein zweites Mal auf den gleichen Trick hereinfällt. Wobei man sicher darüber streiten könnte, ob es denn ein Trick war. Denn er scheint ja tatsächlich alles erhalten zu haben, was ihm damals versprochen wurde. Natürlich kann man einen Drachen auch schlecht belügen. Es müsste schon etwas Wahres daran sein, dass er denkt, Xeran würde ihn hintergehen. Vielleicht aus Geiz. Oder dass er ihm das eigentlich Wertvolle vorenthält. Ich weiß nicht, wie sehr er an dem Gefangenen interessiert ist. Wenn der Gefangene weg wäre und er denken würde, es läge daran, dass Xeran ihn fortschaffen hat lassen, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, aber wieso sollte er so etwas glauben? Irgendwelche Ideen? Nun, wir könnten der einen oder anderen Seite das eine oder andere Artefakt zuschieben, ohne ihr Wissen oder durchaus mit ihrem Wissen, sodass ein gewisser Zwist entsteht. Was würde passieren, wenn ein Artefakt verschwinden würde, was Xeran dem goldenen Drachen versprochen hat? Ob Xeran so verrückt wäre, den Drachen zu beschuldigen? Wahrscheinlich eher nicht. Und der Drache selbst wird seinen Hort nicht mitgebracht haben. Denn er ist schließlich hier, um Gold in Empfang zu nehmen und nicht um welches zu geben. Derweil unten im Keller. Yalan, du sitzt wieder dort, betrachtest die merkwürdigen Artefakte, hast vielleicht mit dem Löffel ein bisschen rumgekratzt am Steinboden. Da kannst du erkennen, wie ein junger, gut aussehender Almadaner die Stiege nach unten kommt, der viel zu dünn ist, trotzdem wohl aber eine Uniform trägt. Auch wenn er da den Seiten- und Parierdolch an der falschen Seite trägt, sieht nicht aus wie ein Soldat. Ah, ciao, ciao! Ich bin Neslam Artesedo. Und ihr seid? Yalan Gold. Ah, sie. Und der Gefangene. Ich habe schon gehört von euch. Schön, dass ihr hier seid. Der Baron von Vikrat sagte, dass ihr ein besonderer Gast seid und ich würde gerne eure Geschichte aufschreiben. Aufschreiben? Ihr seid ein was? Ein Schreiber? Ich komme gebürtig aus Punin, vom Rechtsseminar, dort ausgebildet, aber die akademische Künste, nicht wahr? Und da ich keine Einstellung bekam, man ist mal hier, mal da und jetzt bin ich hier. Also seid ihr von jemandem, der im Rechtsseminar ausgebildet wurde, zu was? Xerans Schreiberling geworden? Er zupft sich so ein bisschen an der Uniform. Garnisonskommandant, Sie, Senior. Aber wenn ihr mögt, wollen wir etwas spielen, einen Wein, etwas Gutes. Ich habe ja schon gesehen, dass ihr Bier habt, aber wenn ihr wollt, er klatscht einmal in die Hände und guckt nach hinten zur Treppe. Dauert ein bisschen, dann zuckt er enttäuscht mit den Schultern. Na, hier runter kommt wohl keiner hin. Dann eben kein Wein. Aber wenn ihr mögt, eine gute Geschichte, ein schönes Spiel. Wir können Rot und Weiße Kamille spielen oder Garadan. Wir können Karten legen. Da oben, diese Leute sind so barbarisch. Und dann erwartet ihr von mir, ich rasse ein wenig an den Ketten, Besseres, ja? Ihr seid ein Mann von Format. Man kennt eure Geschichte, ja? Ich bin ein Mann, der vorgestern erst noch in seinem eigenen Blut gebadet hat. Und das ist immer noch an meinen Klamotten dran. Sie, aber ihr seid interessant. Ihr habt Charakter, ihr habt Leidenschaft, ne? Nun gut. Habt ihr denn einen roten und weißen Kamel im Brett? Wartet, ja. Ich glaube, da hinten ist eins. Moment. Er ich schaut mal in die Richtung. Aber ich raschel nochmal mit den Ketten. Ja, er schaut mal in die Richtung, in die du gedeutet hast und sieht da wohl
irgendwas, tritt er wohl hinzu. Das ist zwar ein Brett, aber es schimmert schwarz. Das ist, das fasse ich lieber nicht an. Irgendein Artefakt, er wedelt so ein bisschen mit seinen Händen in der Luft. Die Artefakte von Xeran, das ist böse Magie. Ja, dazu kann ich euch auch eine Geschichte erzählen. Oder zwei. Derweil nimmt er sich wohl eine der, du hast die Datteln, hast du schon erkannt, die in einer verzierten Kupferschale liegen. Die waren wohl eigentlich für Lessankan gedacht. Er greift sich die Schale so als selbstverständlich und nimmt sie dann in deine Richtung mit. Auf dem Weg zu dir schiebt er sich eine Dattel in den Mund. Wenn er auch eine Weile von isst, werde ich interessant betrachten, was passiert. Aber ich denke, keine dieser Datteln nehmen, solange ich es vermeiden kann. Ja. Falls aus ihm jetzt ein Akkuball wächst oder so. Ja, also er schiebt sie sich in den Mund, du guckst dir kurz die Schale an, auch die ist irgendwie verziert mit irgendwelchen Runen und schimmert leicht. Er scheint das gar nicht zu bemerkt haben. Also du siehst ihm halt an, dass er null Erfahrung hat mit Soldatentum oder mit Artefakten oder mit Magie. Währenddessen schiebt er sich eine Dattel nach dem anderen in den Mund und isst. Und gut, es kommt kein Brett, er hat keins. Er hat nochmal in die Hände geklatscht, es kommt kein Wein, es kommt keine anderen. So klappt er sich dann irgendwann ein kleines Büchlein auf, was er sich dann in den Schoß legt und dann so hier und da mal eine Mitschrift macht, wenn du irgendwas erzählst. Wenn wir denn sonst nichts zu tun haben, lasst mich euch doch einige Dinge erzählen. Von den Göttern und von magischen Artefakten. Also ich denke, Erna wird schon recht freimütig dieselben Tavernengeschichten raushauen, die er sonst auch immer zum Besten gibt. Also Boran und Maraskan und Yamish Akvam und Stab der Tausend Augen. Vielleicht nach 10 Minuten setzt er den Stift ab, guckt auf das Geschriebene, guckt dich an. Signora, aber wir müssen erst einmal klären, wer ihr seid. Ich dachte, was tue ich hier? Oh, Datteln. Er schiebt sich eine weitere in den Mund. Herr Signore, er schnippt so ein bisschen mit den Fingern, sagt einmal, wie ist mein Name? Ich muss es vergessen haben. Nun erinnert ihr euch nicht, ihr seid der Gefangene. Ich bin der Gefangene. Ja, ihr seid Yalan, ehemals Goldhand, und ihr sitzt hier gefangen. Wenn ihr das sagt? Selbstverständlich doch. Sehr, sehr bequeme Gefangenschaft, findet ihr nicht? Ich meine, ihr habt schließlich eine eigene Schale an Datteln. Nehmt euch noch eine, nehmt euch, wir haben genug. Er guckt ein bisschen verwirrt auf die Datteln und chippt sich eine weitere. Sie schmecken gut, wollt ihr auch? Ah, nein. Ich darf doch das erste Gefangene nicht anfassen. Ich bin schließlich nur ein einfacher Wachmann. Ihr habt recht. Ich bequatsche ihn noch eine Weile. Ich versuche ihm die Geschehnisse der letzten 3 Tage halt aus meiner Sicht irgendwie einzureden. Und währenddessen unauffällig dieses Schloss aufzubekommen endlich. Ja. Ich sehe gerade die Chance. Ja, würfel mal noch eine Probe. Nochmal Schloss knacken, oder? Ja. Gucken wir mal. Ich habe noch einen Chip, wenn es drauf ankommt. Die 20 möchte ich gerne chippen. Damit ist diese Probe gelungen. Doppel 1? Nee, ist eine 3. Ist eine 3, 3, ja. Du versuchst so ein bisschen mit dem Holzlöffel, den du geschabt hast, gemeinsam mit dem Schlüssel, das ist so ein bisschen in Kombination, ist alles nicht einfach, weil man nur eine Hand hat. Und da fällt dein Blick auf den Dolch, den er an der falschen Seite trägt. Es klickt. Okay. Es klickt. Ich lege ihn dann, nehme die Hände erstmal hinunter und so irgendwie hinter den Rücken an den Wein winde ich die Hände erstmal dann vorsichtig aus den nun offenen Fesseln heraus. Bequatsch ihn derweil noch ein wenig. Nun jedenfalls, ihr hattet mir doch gerade erzählt, wie ihr dann den Fluss hinaufgeschifft worden seid. Mittels Magie sogar. Erinnert ihr euch? Das muss richtig sein. Oh, schrecklich, findet ihr nicht? Es ist immer so unbequem. Ich werde dem Drachen geopfert. Nun, hoffentlich nicht. Xeran ist schließlich ein großzügiger Gefangenhalter. Ihr habt schließlich auch eine ganze Schale. Ich kann es sehen, ihr begreift nicht. Ich sehe die Zukunft. Ich werde als Gefangener dem Drachen geopfert. Ich sehe es vor meinen Augen. In einem Tag werde ich von dem Feuer verzehrt. Das ist grausam. Es tut schrecklich weh. Ich bin mir sicher, so schlimm ist es wahrhaftig nicht. Meine Haut schält sich vom Körper. Könnt ihr mir helfen? Ja, selbstverständlich kann ich euch helfen. Aber ich sehe es. Ihr wollt mir nicht helfen. Ich will ihm tatsächlich helfen. Falls meine internen Beweggründe hier wichtig sind.
Also falls er wirklich irgendwie die Zukunft sehen kann. Er kann tatsächlich gerade in die Zukunft sehen. Ich habe tatsächlich vor, ihn mitzunehmen, wenn wir hier fliehen. Er erscheint mir nicht wie ein fieser Mensch. Okay. Ihr wollt mir helfen, aber ihr schafft es nicht. Also, ihr habt es vor, ihr glaubt, ich bin ein guter Mann, ich kann es sehen, aber nun, die Zukunft ist geschrieben, ich werde verbrannt. Die Zukunft ist nicht immer so sehr in Stein gemeißelt, nicht wahr? Wie? Ihr habt mir doch erst noch erzählt, wie euer guter Freund Voltax immer darüber lamentiert, dass... Ach, aber seht mal, eure Datteln werden ja langsam leer. Passt auf, ich werde nach oben gehen und nach etwas Neuem zu suchen und vielleicht ein Weinchen mitbringen und... Ich bin mir sicher, auf dem Weg fällt mir ein, wie wir euch am besten hier rausbekommen. Ich nehme die Dattelschale und klopfe ihm nochmal auf die Schulter. Ich habe Schulden bei einem Gräum. Ja, so stammelt er noch irgendwelche Dinge, halb aus seinem Leben, halb aus der Zukunft und halb aus deinem Leben, die du ihm eingeredet hast, während du die Stiege langsam nach oben treten kannst. Hat er einen Mantel dabei, den ich mir überziehen kann? Nein, er hat eine Uniform. Okay. Dann linse ich oben vorsichtig durch die Tür. Das Gasthaus ist gerammelt voll, überall Soldaten und eine Wirtin. Viele Schankbuben und Mägde, die hier rumlaufen und nachfüllen. Geht's sonst irgendwo hin? Gibt's ein Fenster? Geht's weiter nach oben? Nach oben geht's auch, ja. Du kannst die Stiege, wenn du sie von unten nach oben getreten bist, kannst du gleich an der Tür nach oben weiter hechten und dann wohl zu den Schlafsälen. Okay, dann in die Schlafsäle, vorzugsweise in einen leeren oder so, und dann mal schauen, wie die Fenster da draußen so aussehen. Du trittst in einen der Schlafsäle und kannst dann in die kleine Siedlung blicken, durch die du auch schon geführt worden bist. Direkt vor dir, eine kleine, was ist das? Du hattest das nicht genau gesehen. Das Wirtshaus, da stehst du drin. Es gibt einen Tuchmacher, es gibt einen Sattler mit dem großen Stall und die große Zollburg davor mit den schwarzen Amazonen. Die Löwinnenschlechter. Da will ich nicht hin. Die Töchter der Rache. Es ist ein gewaltiges Heer- und Zeltlager und du bist der Meinung, du kommst hier nicht raus. Auch wenn du keine Ketten mehr hast. Nicht ohne Hilfe. Ich plündere erstmal die Schlafsäle qua Kleidung. Also irgendwas, was nicht voller Blut ist, wäre ein Anfang und ein Kapuzenmantel wäre das Nonplusultra, denke ich. Kapuzenmantel, es gibt so einen Wettermantel, der aber auch Uniformteil ist. Also das macht es besser, nicht schlechter. Ein Überzug von der Uniform. Das macht es tatsächlich besser, Stiefel, nicht schlechter. Unterhosen, die von links auf rechts gedreht worden sind. Irgendwelche Parierdolche. Okay, Seitenwaffen. Ich staffiere mich hier so ein bisschen zusammen, dass ich halbwegs als Knochenwürfel, keine Ahnung, als Stabsgehilfe durchgehe oder so. Ja, also irgendeinen Mannschaftsdienst gerade, einen höheren, irgendwie sowas wie einen Stabsgefreiten, Oberstabsgefreiten. Ja, genau, sowas, irgendein Scheer, Schreiber, Kaffeeträger hast du nicht. Ja, genau, mehr ist nicht dran. Dann, wie ist die Tageszeit? Du würdest sagen, jetzt kannst du mittlerweile die Sonne zum Glück wieder sehen, 15 Uhr. Flucht, ich wüsste gerne, ob man diesen Schreiber vermissen wird. Er ist ein Offizier. Vermutlich wird man ihn vermissen. Draußen ist viel Betrieb, nehme ich an, ja? Ja, würde man eine Sinnenschärfeprobe. Körperlich? Sinnenschärfe? Heute nicht. Ja, und blickst ein bisschen umher, es ist aber zu viel los. Und auch die Präsenz von Lesankan, die du in deinem Rücken spürst. Zu viel los, als dass du irgendwas entdecken könntest.